Das schöne Wetter treibt uns natürlich heute wieder nach draußen. Nach draußen meint in unsere Autos. Florentin ist an meiner Seite. Jetzt geht es los. Ich bin so riesengroß. Also ich bin, glaube ich, ganz klar auf dem Fahrersitz und du sitzt hinten einfach so. Fabian, kannst du vielleicht einfach mal kurz ruhig sein? Fabian, Entschuldigung, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Wir wissen nicht, wo wir hier sind. Das ist hier irgendwie die Altstadt von Kiel oder so. Ich kenne mich nicht aus. Bitte Ruhe da hinten. Du mit deinem Reisescrabble. Hä? Was kann man mit ZFFF machen für ein Wort? Fabian, was ist das für ein Kennzeichen W? Das tatsächlich ist eines, oh, wir können ja heute mal gerne Autobahnspiele machen. Ja. So als Kind, wenn man langweilig lange Autofahrten hatte, hat man immer so Spiele gehabt. Was bei uns sehr beliebt war und was ein bisschen ein weirdes Spiel ist, ist, schau dir ein Kennzeichen an und überleg dir, ob es ein bewusst gewünschtes Kennzeichen war oder nicht. Oh, ja. Also man kann sich ja so Custom-Kennzeichen machen, dann halt so, haha, irgendwie 69 oder so. Mhm. Und dann guckt man immer, ob man einen Sinn dahinter verstehen kann. Ob das irgendwie ein Geburtsdatum sein könnte oder ob es irgendwie irgendwas sein könnte. Das war immer unser Spiel. Also Geburtsdatum oder halt was anderes, ne? Ja, oder halt, na, tatsächlich, ich als, sag ich mal, World of Warcraft-Konnoisseur, wo es ja ganz viele Abkürzungen gibt, also ja, wo fast jede zwei Buchstabenkombination irgendeine Abkürzung für irgendeine Fähigkeit oder irgendeine Instanz ist oder so, da habe ich natürlich auch mal sehr viel gesehen. Ja, ja klar, ja klar. Aber die Frage ist halt, so ein World of Warcraft-Spieler, ja, der eh schon, ja, nicht, wahrscheinlich nicht so viel Geld hat, gibt er dann noch die 120 Euro aus, um sich ein Custom Nummernschild machen zu lassen? So, und dann kommt nämlich drauf an, wie das Auto aussieht. Wenn das halt irgendwie so ein alter Renault Twingo ist, der irgendwie nur noch drei Räder hat oder so, dann kannst du sagen, na gut, das ergibt wieder mehr Sinn. Das ergibt Sinn, aber halt mit einem Aston Martin einen World of Warcraft-Kennzeichen macht halt wenig Sinn, ne? Ergibt wenig Sinn. Wäre das nicht eine Abzweigung, eine Abbiegung für unser Format, zu sagen, fünf Zuschauer schicken uns Bilder von ihnen ein und von ihren Autos. Ja. Und wir müssen die Zuschauer richtig den Autos zuordnen. Oh, das finde ich gut. Wär das nicht mal für so eine Rubrik, mal rechts ran, dass wir so kleine Rubriken haben oder so? Und uns natürlich auch gegen Rechtsradikalität aussprechen, in der Folge. Genau, und dann gibt es so Sonderpunkte dafür, wenn man errät, also wenn man weiß, was das Nummernzeichen noch aussagt. Sehr gut. Also, du kannst ja da mal ins Mini Motorways in Thread gehen im Forum. Da brennt's ja eh ständig eigentlich. Da ist ja eh was los. Und kannst es mal angehen. Tatsächlich, weißt du, was ein Harlekin ist? Im Autokontext? Nee. Das sind diese Autos, wo jedes Autokarosserieteil eine andere Farbe hat. Kennst du die nicht? Nee, aber es gab mal so einen Trend, glaube ich, mit so Golfs oder so früher, dass so, also jetzt ist es noch absurder, diese Kameraeinstellung, wenn ich so rechts am Rand bin und einfach nur so, ja, die, genau. Ja, herrlich, und die sind großartig und da hatte tatsächlich die Familie meiner Cousin, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn die Familie, also die ganze Familie, so Cousin, Cousine, Onkel, gibt es einen Begriff für die ganze Familie? Ja, Cousin-Familie. Die Cousin-Familie. Und die hatten ein Hobby als Familie, dass sie so Harlekin sammeln und dass sie immer sagen, da und da haben wir ein Harlekin gesehen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wie könnt ihr die denn unterscheiden? Sehen die nicht alle gleich aus? Und dann haben die gesagt, nee, nee, die Dachfarbe ist das Besondere. Und wenn die sagen, wir haben einen roten Harlekin gesehen, meint es ein Harlekin mit roter Dachfarbe. Die waren hin und weg von diesem Konzept. Die ist ohnehin schon schwierige Frage, wie kriegt man sein potthässliches Auto noch hässlicher? Und die Antwort ist, ja, einfach, weil ich kann mir so vorstellen, wie du mit so einem Auto sagst, zum Lackierer fährst und er sagst, ja, wir könnten jetzt ihr Auto lackieren in Rot, kostet 200 Euro. Oder halt in so einem schicken Schwarz, kostet 300 Euro. Oder halt oder in Harlekin. Halt einfach alle Farben, die wir noch da haben, die weg müssen, wo noch halt so ein bisschen was am Boden ist, kratzen wir zusammen, es kostet 50 Euro. Und du sagst, pass auf, ich kann mir nicht mehr leisten, gib mir das hässliche Auto. Ja, vor allen Dingen so, was sagt das über dich aus, wenn deine Farbe, also ich finde ja, so eine Farbe ist ja auch so ein Statement, damit kann man ja wirklich Geschmack beweisen, ja? Aber ja, wenn man einfach jede Farbe der Welt nehmen will, dann hat man offensichtlich keinen Geschmack.
Ja, vor allem, es sind ja auch noch die Farben, die sich am meisten auch noch beißen, vom Farbschema her. Es ist ja nicht irgendwie so verschiedene Rottöne oder irgendwie so ein Farbverlauf von Rot zu Blau, was irgendwie cool aussehen würde. Nee, die hässlichsten Farben, einfach als hätte das Kind das Auto selber ausgemalt mit Buntstiften. Furchtbar. Aber es ist schon auch so ein Trend unter so kleinen Wagen gewesen, ne? Wenn wir gerade in diese Fotos reingucken, das ist also so ein BMW Z3 in Harlekin, gar habe ich da nicht gesehen. Warte, ich sag, mach mal Harlekin Auto Porsche. Ich weiß nicht, ob man da was findet. Gibt's tatsächlich auch. Ach, scheiße. Stell dir vor, du hast einen Porsche. Ja. Sparst dein halbes Leben und sagst dann, ja, nee, schon die hässliche. Das ist eigentlich auch ein Statement, oder? Zu sagen, ich habe genug Geld, um mir einen Porsche zu kaufen, habe aber genug Selbstbewusstsein, um mir den hässlichst möglichen Porsche zu kaufen. Das ist geil. Oh, shit. Oh Gott, ey. Aber Chat schreibt, gab's nie ab Werk. Also musste man anscheinend aktiv umlackieren lassen. Aber vielen Dank an die Infos aus dem Chat, aus dem Porsche-Werk. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt, sind jetzt niemanden auf den Schlips getreten im Chat, die in Harlekin fahren. Jeden Morgen zum Rocket Beans schauen, treffen sie sich in ihrem Harlekin. Tut uns leid, aber natürlich, ich finde es hässlich. Das wäre natürlich ein Highlight, wenn jetzt unter den Einsendungen auch einer mit einem Harlekin wäre, ne? Muss ich schon sagen. Ja, das Problem ist, wir haben ja leider keinen Redakteur für Mini Motorways. Das heißt, wir haben niemanden, der das koordinieren kann, weil wir selber können dieses Spiel ja nicht machen, redaktionell begleiten, weil wir dann sehen wir ja, wer es ist. Ja. Aber vielleicht kriegen wir einen Praktikanten irgendwie mal so. Ja, erster Tag Praktikum, kümmern wir nicht mal um Mini Motorways. Warte. Nee. Haben wir gerade einen Redaktionspraktikanten eigentlich? Nee, glaub nicht. Gar nicht? Nee. Bewerbt euch, Leute. Wir brauchen Leute. Nee, vielleicht nicht. Nee, das Ding ist so, wenn du jetzt, also du kannst dich gerne jetzt für ein Praktikum bewerben, aber es ist die unfassbar, also, es gibt, glaube ich, keinen schlechteren Zeitpunkt, um ein Praktikum anzufangen, als in der Corona-Krise, wo einfach niemand da ist und du den ganzen Tag allein im Büro sitzt und niemand mit dir redet und dich auch keiner kennt. Dich erkennt auch einfach keiner. Vor allem, man kann jetzt zu der Zeit auch einfach behaupten, man hätte ein Praktikum. So, ja, ich mache ein Praktikum bei VW gerade. Ach wirklich, ja, Homeoffice halt so. Aber ja, das kann dir niemand beweisen, dass du es nicht hast. Für die ganzen Schülerinnen und Schüler da draußen ist das ja der Hammer. Ja, Top-Tipp. Apropos Schülerinnen und Schüler, wir sind Schüler dieses sehr komplexen Spiels Mini Motorways. Jede Woche versuchen wir erneut, Highscores zu knacken. Wir scheitern und scheitern und scheitern. Rückwärtsgang, wir fahren nochmal 2 Meter zurück, fahren wieder gegen die Wand, Rückwärtsgang und wieder gegen die Wand, jedes Mal. Ich habe aber heute wirklich, ich bin motiviert. Ja. Wir gehen natürlich wieder nach Dar es Salaam. Das einzig echte Autonetzwerk gibt's eigentlich nur in Tansania für uns. Genau, aber bevor wir da jetzt Deep Dive-mäßig reinsteigen, Florian, zwei Sachen. Also Leute, eure Bitte wurde erhöht. Die größte Mini-Motorways-Community weltweit vereinigt auf Rocket Beans TV ist seit Monaten möchtest du eigentlich eine Erdbeere, Flo, ziehen? Ah, oh, danke, das wäre nett von dir. Lecker. Oder? Ganz frisch jetzt noch, ne? Vom Feld direkt. Ja, vom Feld direkt. Unsere Mini-Motorways-Community ist komplett stumm gelaufen. Und jetzt wurde es erhöht. Können wir vielleicht mal auf den PC schalten hier im Dings? Und zwar, Mini-Motorways is coming to Steam right now. Oh, right now ist schon online, oder was? Nee, warte. Be sure to wishlist us. Nee, das kann doch nicht sein. Warte mal, wir gehen jetzt mal hier auf den Link. Was heißt denn das 2020? Ist hier jetzt schon ein Datum eingetragen? Nee. Aber es ist für... Nee, es ist noch kein Datum da, aber es ist zumindest schon mal bei Steam gelistet. Also wir sehen es schon mal bei Steam und es soll dieses Jahr kommen. Gut, also im Endeffekt, es ändert sich gar nichts. Dass es zu Steam kommen wird, wussten wir bereits schon, aber es ist jetzt offiziell. Aber es ist zumindest ein gutes Zeichen. Ja, und zweite Sache, ich muss sagen, das Problem ist, ich habe versucht, das Update zu finden, aber es gibt es auf meinem PC nicht. Anscheinend gibt es ein neues Update. We're introducing a new feature in our upcoming build, players will now be able to fast forward through the early stages. Also anscheinend kann jetzt wie bei Minimetro durch die ersten Sachen gerusht werden, sodass wir zum Sophie-Punkt viel schneller kommen. Ach geil. Aber das gibt's noch nicht. Also bei mir gab's das noch nicht. Aber gut, es ist doch schon mal schön, dass sie Sachen ändern. Ich finde, aber ich glaube, die werden noch nach 100 Patches werden die Ampeln immer noch komplett nutzlos sein. Einfach. Ja. Das ist einfach festgelegt. So, Ampeln müssen nutzlos sein. Finde ich gut. Wir machen ja immer bei 500 Punkten, machen wir den Sophie-Moment, wo ihr entscheiden dürft, ob wir weitermachen, ja oder nein. Ihr seid dann gefragt und dürft abstimmen. Und
Wollen wir direkt loslegen? Ja, wir haben jetzt schon seit einer halben Stunde geredet und noch nichts geschafft. Gut. Ich würde mal sagen, dann sag ich mal Shotgun. Ja. Und versuche mal alles. Oh, und mit einem herrlichen Spawn schon am Anfang. Ist das grandios? So, wir hatten aber gesagt, die Seitenwursten, ne? Das war zumindest dein Erfolgsrezept und ich folgte dir da erstmal blind. Mhm. Seitenwursten. Ganz kurz, Mini-Motorways bedeutet, man muss Straßen bauen zwischen Häusern und Kaufhäusern. Und die Kaufhäuser haben immer einen Bedarf an schwarzen Pins, an Kunden, die dann angefordert werden von verbundenen Häusern. Und dann fahren die hin und fahren wieder zurück. Unsere Aufgabe ist es, ein so gut funktionierendes Autonetzwerk wie möglich zu bauen, sodass nie zu viele schwarze Punkte hier am Kaufhaus sind und immer der Bedarf gestillt wird. Ja. Es entstehen im Laufe des Spiels natürlich noch weitere Farben. Natürlich können die nur dort einkaufen gehen, wo sie auch ihre eigene Farbe haben. Jetzt, wo wir klein in diesem Picture in Picture sind, sitze ich wirklich ganz hinten. Also wirklich, das ist wirklich, also letzte Reihe im Bus einfach. Letzte Reihe im Bus ist jetzt bei mir angezeigt. War bei euch auch immer der beste Platz? Letzte Reihe Bus, Mitte? Das war der Danger Seeker Platz, ne? Also, man war zwar hinten bei den Coolen, aber man lief natürlich die ganze Zeit Gefahr, bei einer Vollbremsung komplett nach vorne geschleudert zu werden. Bei uns war der beste Platz ganz letzte Reihe, ganz rechts, weil ganz hinten, ganz rechts, da gab's nochmal so eine Art Abdeckung für den Motor oder irgendwie sowas. Und das konnte man als Tisch nutzen, um Hausaufgaben abzuschreiben. Ah, okay. Das stand dann natürlich ganz, ganz hoch im Kurs, weil man natürlich früh morgens auf dem Weg zur Schule im Schulbus noch Hausaufgaben abschreiben konnte. Klar. Die Leute da draußen kennen mich. Ich saß natürlich direkt hinterm Fahrer, um natürlich ihn gegebenenfalls zu korrigieren. Ja, und Tipps geben zu können, wie man auf Treibstoff sparen kann. Ja. Und was er im Falle eines Unfalls machen soll. Ja, genau. Und ihn gefragt, wann, also ob sein Erste-Hilfe-Kasten auch noch nicht abgelaufen ist und so weiter. Hattest du den theoretischen Fahrschulentest und hast ihn jeden Tag abgefragt, ob man noch genau die Bremswege berechnen kann. Ja. Schön voll haben, schreibt CCCZZ. Ja, genau das ist es. Neben dem Fahrer am besten. Aber wirklich ganz scheiße, ey. Fuck, diese Leute. Ach, Vorsicht, ne, hier vor Häuserreihe. Naja, ja. Alter, ich habe hier aber auch einen ordentlichen Wurst-Delay, muss man auch echt mal sagen. Ich habe wirklich so eine Packung Margarine auf meiner Maus drauf. Das ist echt hart, Verzögerung. Ja, vielleicht können wir es sogar so ein bisschen schöner machen. Und Soon ist wieder dabei. Hallo Soon. Sooni! Ich grüße dich. Sehr schön. Er hat ja eine Zeit lang, glaube ich, das Format verschmäht. Wir waren ihm zu schlecht. Jetzt sagt er, er gibt uns nochmal eine Chance und sagt, naja, komm, einmal eine Chance gebe ich ihm noch. So, ich weiß gar nicht, ob der eine reicht hier, ehrlich gesagt. Aber ich finde es zumindest schöner, als damit wir hier möglichst viel Platz offen lassen für andere Verbindungen. Ja. Wenn wir das alles hier so rechts so ein bisschen kompakt machen könnten. Das fände ich auch schön, aber wie wirkst du dem entgegen, dass hier vielleicht dann was spawnt in der Mitte und du dann Umwege fahren musst? Gar nicht. Aber jetzt ist es eh zum Kreis geworden. Mhm. Kreise haben mehr Bedarf als Quadrate. Von daher müssen wir es eh nachlegen. Ja, der Anfang ist echt immer so ein bisschen langsam, ne? Das stimmt schon. Ja. Aber man kann auch nicht so viel machen. Man muss nur gucken, wo man vielleicht Spawn verhindern aber will. Vielleicht, dass hier es nicht so ganz zugestopft wird. Die Frage ist ja auch, oh, ist auch nicht so scheiße. Die Frage ist natürlich auch, bei unserem Skill, ist es nicht vielleicht auch ganz gut, dass man den Anfang noch nicht skippen kann? Ja, weil wir tatsächlich oft noch in Probleme reingeraten, in die wir vielleicht gar nicht reingeraten müssten. Mhm. Wie ist die Stimmung da so in Hamburg bei euch? Ey, ich finde, ich habe heute das erste Mal seit Wochen wieder so eine Wochenendstimmung. Ja? So eine, ich weiß zwar nicht, was da genau passiert an diesem Wochenende und ob das wirklich so geil ist, aber ich habe so, bis es ist die Sonne scheint und ich denke so, ja geil, es wird Wochenende. Geil, ich habe Bock drauf. Aber ich vermisse es auch, Florentin, vermisst es nicht auch schön freitags mal hier sein, mit den Kollegen ein bisschen was essen und so? Vermisst du das gar nicht? Ja, ja. Ja, ja. So, warte mal, ich muss jetzt hier ganz kurz mal schauen.
Ich glaube, ich bin hier frech. Ich glaube, ich bin hier frech. Also Soon schreibt bei Gelb auch die Einfahrt um Wursten. Das ist ein interessanter Hinweis. Damit wir verhindern, dass direkt, dass ein Kaufhaus direkt an der Einfahrt spawnt mit... Ja, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, aber wir können auch nicht alles umwursten. Weißt du, wenn wir ab jetzt jedes Haus umwursten und jedes Kaufhaus umwursten und jede Einfahrt und jede Ausfahrt umwursten, dann irgendwann kommen wir überhaupt nicht mehr zu irgendwas. Wir haben auch noch nicht, dann haben wir irgendwann keine Straßen mehr. Aber ich finde die Idee erstmal ganz okay. Ich finde die auch, das ist, war schon öfters mal Thema, dass dann direkt dahin was gespawnt ist. Perfekt. Ja, Petrol, ich weiß gar nicht, ob die sein muss, ehrlich gesagt. Naja, auf der anderen Seite. Petrol darf man nicht aus den Augen geraten lassen. So, hier Häuserreihe vermeiden. Rot im Süden noch anschließen, schreibt 1A. Bist du dagegen? Nee. Ach ja, kann man machen, ne? Warum nicht? Mr. Joker hier schreibt, ihr habt 30 Straßen über. Gerade am Start kann man viel umwursten. Das ist seine Theorie. Ja, das ist schon korrekt. Da sagt er was. Und jetzt ist die Überlegung... Ach nee, dieses ist ja exklusiv, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 exklusive Häuser. Das muss reichen, das reicht schon. Wir sind leider halt nicht... Also ein kleines Stückchen halt entfernt, ne? Und ich sagen muss, dass das schon suboptimal ist. Naja. Aber jetzt kannst du da die Kreuzung, die Viererkreuzung auflösen. Ja. Ah, perfekt. Oh. Herrlich. Hast kurz an der Ampel gedacht, oder? Ja, ganz kurz. Ich dachte mir, na, braucht der nicht vielleicht ein bisschen Zügelung? Kommst du da unten durch mit Grün eigentlich? Theoretisch? Ja. Ah. Okay. Ich war ja über Auto, Ostern auf der Autobahn unterwegs. Ja. Hab mir schön ein bisschen Autobahn gegönnt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe ja Autobahnraststätten. Ich fahre fast zu jeder. Einfach auch nur zu denen, wo nur ein Stück Wald ist oder so. Ich liebe das. Ich liebe diese Orte, an denen niemand wohnt. Wo, wo so einfach so internationales Gewässer ist. Wo man einfach Mensch ist. So, da gibt's nur Menschen, die sich begegnen. Weil da ist niemand sonst. Und jetzt natürlich haben ganz viele auch von diesen Restaurants und so, haben alle geschlossen. Ah, das okay. Heißt, die sind alle komplette Geisterstädte. Weil die ja teilweise echt große Anlagen sind und so und alles leer. Und es ist echt gespenstisch, weil du hast da echt so ein. Du bist so im Nirgendwo. Du hast diese rasende Autobahn neben dir. Es ist echt sehr romantisch. Also ich mag Autobahnraststätten total gerne. Für ein Date wäre eigentlich für mich ideal eine Autobahnraststätte. Ja, man kommt auch schnell weg da, ne? Man kommt sehr schnell weg. Klar, da liegt ohnehin schon ein bisschen Erotik in der Luft, weil sich dann natürlich zwielichtige Leute treffen für ja, Austausch von Körpersäften. Ja. Das heißt, du hast das auch schon mal abgedeckt. Kulinarisch natürlich interessant. Ja, natürlich. Die Karazza, die warme Karazza in der Hosentasche ist natürlich auch immer ein Ass eigentlich auf jedem Date. Und diese Bockwurst in diesem Sieder. Oh ja, die da auch einfach schon seit 1994 rumrotiert. Ja, genau die. Herrlich. Und du hast halt Wald, wenn du ein bisschen Natur willst, ne? Ja, genau. So. Verbindung zwischen Rot und Dunkel, Blau noch Kappen, schreibt Zun. Also hier bei dem viereckigen Petrolhaus ist noch so eine Verbindung zu Rot nach links. Ja. Ja, das sind die Stellen, die man dann übersieht. Und wenn es dann drauf ankommt, fahren dann auf einmal Autos her. Weil man am Ende irgendwie viel zugebaut hat. Mann, Alter, die überraschen mich immer mega. Ich bin da am Fuseln. Und dann kommt dieses Wochenende vorbei. Alter, das ist alles Kreuz und Rüben. Aber das ist wirklich, weil ich das nicht so gut steuern kann gerade. Sorry. Soll ich die verbinden oder ist das eine Todsünde?
Das ist eine Todsünde, weil Zunsches Gesetz. Achso, nee, das kannst du verbinden. Ja, das geht. Aber der braucht wahrscheinlich mehr Power dann, ne? Dieser dunkle Petrol. So, soll ich jetzt direkt die Autobahn angehen oder was? Ja, es bleibt ja alles übrig, ne? Aber warte mal, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, Blau und Petrol zu kombinieren als Autobahn. Verstehst du, wie ich meine? Ja, mittelfristig. Ich finde, jetzt gerade sehe ich das noch nicht. Hä, wenn du sowas? Ja, na gut, warum nicht? Mhm. Und dann vielleicht so. Nee, das kannst du näher dran ballern, die Autobahn. Ich dachte, dass dann vielleicht die Blauen die einen anderen Weg nehmen. Die haben jetzt zwar einen mega langen Weg, aber dass die sich dann teilen, verstehst du? Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das machen. Ich weiß nicht, ob die das machen. Das genau kannst du auch noch da dran machen. Wo fahren die jetzt lang? Jetzt müssen wir gucken. Die fahren oben. Nee, fahren alle oben rum. Boah, das ist ultra schwer zu steuern hier. Keine Ausrede. Fahren übrigens alle oben rum. Die fahren alle oben rum. Mhm. Deswegen würde ich die Autobahn auch nach oben versetzen, dann ist der Weg noch kürzer. Und das normale Petrol, schreibt Dominik Geisger, ist gar nicht mehr angebunden. Wichtiger Hinweis. Ja, Dominik, ist gut. Okay, ja. Was kann man hier kappen? Ich glaube, okay, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Oh, das ist ja eigentlich super gut. Warte mal, vielleicht reicht das schon für Hellblaue, dieser eine hier. Ist ja die Frage, welcher Hellblaue jetzt zu einem Kreis wird. Mhm. Florentin? Ja? Du hast jetzt natürlich alle drei Häuser da oben von Petrol an das Viereckige mit angeschlossen. Das heißt, die nehmen jetzt dem Kreis so alle weg. Warte mal. Alle Petrol hängen nämlich jetzt an einem Netz, schreibt auch Jonas aus Köln. Ja. Das schon Jonas aus Köln schreibt, pack doch das hier oben rechts, das Petrol, einfach an das Viereckhaus dran. Ach so, ja, das ging ja auch, ja. Und dann den Rest wird auf das Runde gepackt. Genau. Ja, wunderbar. So, was ist hier grün? Ja, grün, das passt schon, glaube ich. Jetzt hellblau ist fast zu wenig hier oben. So, was ist hier mit gelb? Oh, das kannst du da schlecht einbinden, ne? Ja, ganz schlecht. Ach du Scheiße, ey. Ja, das ist halt die Notwurstung. Da wurde halt nicht gewurstet. Obwohl man vielleicht, wenn zwei nahe, vielleicht können die das wuppen. Ja. Vielleicht kriegen die das echt hin. Okay, Rotalarm. Warte mal Sekunde, Rotalarm hier gerade. Rotalarm? Ach so, weil wegen Dings, ja. Ja, da würde ich es auch machen, ja. Wir haben noch eine Autobahn übrig, ne? Vielleicht kann man da, aber ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, eine der hellblauen wird bald Stress machen. Die Frage ist halt nur, welcher. Ey, und ich weiß nicht, wo das scheiß Problem von grün ist, Alter. Hier ist alles vollgestopft mit grün.
Jetzt da oben noch, im Norden noch einen grünen. Aber den kriegst du nicht angebunden, ne? Die Basics. Ich verliere die Basics. Ich muss weiter wursten. Ja. 500 übrigens, stopp! So. So, aber ich will jetzt nicht, dass das beeinflusst wird, dass hier gerade grün angezählt ist. Da hängen genug dran, okay? Okay. So, ihr dürft jetzt abstimmen. Liebe Zuschauer, aber ich erklär mal, wie man abstimmt. Genau, es geht um. Erklär mal bitte den Zuschauern, wie man abstimmt, welche Signale man eingeben muss. Ja, es ist der sogenannte Sophie-Punkt. Welche Tasten sie drücken müssen. Es ist der sogenannte Sophie-Punkt erreicht. Lieber Soon, für dich, das scheint wahrscheinlich eine neue Information zu sein. Ab 500 gucken wir uns immer an, wollen wir das Ganze weiterführen oder nicht. Und ihr dürft jetzt mit Ausrufezeichen MM und dann Ja, dann für weiter oder Ausrufezeichen MM für Nein. Dann fängt Florentin neu an. Einmal bitte in den Chat rein. Und ich hoffe, wir kriegen das in der Regie angeworfen, dass wir das dann auch vernünftig auswerten können. Bedenkt bitte, ich habe immer noch eine komplette Autobahn im Köcher. Orange ist hier perfekt versorgt. Grün läuft gut. Ja. Also keine Beeinflussung von Florentin an der Stelle. Keine Beeinflussung, überhaupt nicht. Und? Nice. 65% weiter. Ja, das okay. Nenne ich mal Vertrauen. Let's go. Und ich würde sagen, fahren wir wieder raus auf die Einfahrt und wieder ab auf der Autobahn. Vielen Dank, liebe Regie. So, grün ist gerade so ein bisschen eine Baustelle, aber ich glaube, das geht. Ist halt schade, dass wir die nicht gut anbinden können. Ja. Seht ihr meinen Cursor überhaupt schon, ne? Ja. Ja. Ja, das ist wirklich schade, weil der wäre so schön nah. Ja, aber da ist genug. Da macht's halt die Masse dann, ne? Da macht's halt die Masse, das passt schon. Ist wie beim Schlittenfahren. Masse statt Klasse, ne? Ja. Was ist eigentlich aus dem großen Rocket Beans TV Sommerrodeln-Event geworden? Das wird abgeblasen oder steht das? Du meinst neben dem großen Rocket Beans Seifenkistenrennen und dem großen Katapult bauen und dem großen, also den ganzen großen Sachen halt. Dem großen Survival-Test. Ja. Ja, wir mussten das leider alles canceln. Du kennst ja die aktuelle Lage, du weißt ja, was da los ist. Achtung, bei Petrol ist wieder ein bisschen Ärger angesagt. Vielleicht kannst du das eine Petrol da noch mit anbinden. Genau da, das. Ja. Ach, Petrol ist ja kein Ärger. Frage ist nur, was das fucking Problem von Grün ist. Eine kleine Verstimmung vielleicht. Beide hellblauen sind an einem Netz, schreibt Jonas aus Köln. Ja, das bleibt aber auch so. Mhm. Hellblau ist überversorgt. Mach dir keine Sorgen um Hellblau. Du kannst da unten das Rote noch anbinden. Im Süden kannst du noch... Wo? Im Süden. Da ist noch ein freies Rotes. Nein, das andere. Weiter in der Mitte. Genau das kannst du noch für den Kreis hinzufügen. So, was ist das Scheißproblem von Grün, ist meine Frage. Ja. Ich weiß es auch gerade nicht. Das ist vielleicht diese scharfe Einfahrt, ne? Dass die da so um die Ecke müssen. Vielleicht ist das ein Thema. Scharfe Einfahrten? So, hier Petrol. Sollen wir da einfach drauf pokern, dass da noch eine... Petrolhaus entsteht oder ja, wie ist das? Aber das wird doch safe gleich in den Kreis dann wieder sofort, weil das ist wieder so eine bescheuerte Aktion von dem Game. Ja, ist das nicht, Zeit für eine zweite Autobahn? Ich sag dir, das wird ein Kreis, der Petrol da. Das ist aber interessant, Zun schreibt, glaube das Problem bei Grün ist gerade, dass das zweite grüne Kaufhaus noch nicht gespawnt ist. Und dass das eine jetzt viel Bedarf hat. Das würde ja sagen, also es würde ja die Theorie unterstützen, dass es wirklich, dass verschiedene Kaufhäuser verschiedene Spawn-Bedarfe haben.
Nee, beziehungsweise, dass der Bedarf an Farben hängt und nicht an der Anzahl von Kaufhäusern. Genau, ja. Stimmt. Aber was mache ich denn jetzt mit Petrol? Was soll ich denn da hin verbinden? Eine Autobahn. Ja, aber von wo denn? Naja, hier aus dem Westen kannst du zum Beispiel eine Autobahn bauen. Oder du kannst... Ja, aber das ist doch ein riesen... Das ist doch wieder eine riesen Galöne. Ja, eine richtig schöne Galöne. Komm, ey. Boah, aber... Achtung, warte mal. Shit. Aber Achtung. Die wird ja gleich 10 Kilometer länger, wenn man die biegt, du. Warum fährt da niemand? Was? Hallo? Achso, ich hab pausiert. Sorry, ich bin... Du bist ja komplett verwirrt. Hast du... Ich bin komplett verwirrt. Fährst du wieder komplett übermüdet, Florentin? Ja, nee, kurz aussteigen, strecken. Ja. Ich werde mir mal gleich auch ein Kaltgetränk kaltstellen. Ja. Und hoffentlich, dann klappt das hoffentlich besser. Eieiei. Ja, Rot hat eigentlich genug, oder? Rot hat 1, 2, 3, 4, 5. Sollte eigentlich reichen. Könnte reichen, ja. Ja gut, Gabe, das sind jetzt halt so ein bisschen die Provinzfahrer, ne? Die Landstraßen. Ist aber okay. Das sind die Alleefahrer. Ja, ich würde gerne mal schön auf einer Allee. Oh, gibt's was Schöneres als eine schöne Allee am Wochenende? Herrlich, ein Traum. Naja, für Epileptiker ist es nicht so geil, aber ansonsten ja. Ja, das stimmt. Auch manchmal so bei so Tunnels am Gebirgsrand, die dann so ganz viele Pfeiler haben, die dann so schnell vorbeiflackern. Ja. Das ist auch fies. Ist fies. Ja, also Hellblau wird da glaube ich, schon mittelfristig zum Problem. Ich finde Hellblau total entspannt. Naja, weil da sind Sachen an mehrere Dinge angebunden und so, das gefällt mir leider gar nicht. Und warte, Florentin, möchtest du, dass hier diese Petrolautos hier auf die Autobahn fahren? Ah ja, möchtest du, ne? Weil die kommen ja von ziemlich weit weg. Welche? Die hier, die direkt in der Mitte, die Petrols. Ja. Verleg doch die Autobahn ein bisschen weiter nach Osten. Da kannst du, glaube ich, ein Konglomerat schaffen. Aber da sollen ja auch Hellblau fahren. Ja. Aber 1000. Hey, aber 1000. Genau, Sun schreibt auch. Guck mal, die ganzen Petrolautos fahren ewig zur Autobahn. Hier ewig. Das ist für euch ewig. Nein. Unten im Süden. Die Petrol. Die fahren doch direkt hier rein. Nein. Die fahren auf die Autobahn, weil das hier wieder alles mit allem verbunden ist. Ach so. Ach ja, das kann man ja kappen. Das ist ja kein Stress. So. Warte mal, jetzt ist hier Hellblau-Alarm. Warte mal. Ja, Hellblau kann man halt nicht gut exklusiv anbinden. Die sind halt immer so alle zusammengeschrusselt. Mhm. Aber bedenke auch jetzt, dass jetzt wieder Hellblau alles an allem angebunden ist, ne? Ja, eben. Aber wie soll das denn anders gehen? Ja. Fährt hier sogar der da rüber? Ja. Wie macht es das Spiel, dass sie Prioritäten festlegen? Das ist näher und hat mehr Bedarf. Nach welchen fucking Kriterien fährt es jetzt hier hin? Ja, ich glaube einfach da, wo der Neue spawnt. Also der kleine schwarze Nupsi. Wenn der vorher spawnt und sagt, hey, KI, ich brauche ein Auto, dann kommt der halt dahin. Das ist doch dann, das ist dem dann scheißegal, wo gerade mehr Danger ist. So, warte mal, gibt's hier bei Grün noch Hoffnung? Kannst Petrol ganz im Norden noch hier an das Viereck anbinden, genau.
Ja, und du könntest. Ja. Hellblau, weiß ich auch nicht. Man macht ein Rot jetzt Stress. Ist denn euer scheiß Problem hier? Ich sehe die Hälfte nicht. Gelb! Das ist ja nur ein Viereck. Das kriegst du hier noch mit angebunden, da oben. Was hat der so viel Bedarf bei Gelb? Bloß, das kriegst du noch angebunden. Was? Na, da oben über dem kreisrunden Kaufhaus, das Gelb. Kannst du noch an den... Ja. Nein. Ach. Bei mir verzieht sich alles. Sorry. Entschuldigung. Das war mit mein Fehler, weil ich hab's nicht richtig gesehen. Aber 1300 ist nicht so schlecht. Nein, ist nicht schlecht. Das ist ein Reinkommer. Das war ein Reinkommer. Leute, beruhigt euch. Das war ein Reinkommer. Jetzt legst du richtig vor. Ja. Jetzt bist du auf der Überholspur. Ich stelle mir ein Getränk halt. Ja. So, Leute, jetzt geht's richtig ab. Ja, jetzt wäre schon auch geil, einfach wenn man jetzt hier die Schnellerfunktion hatte. Mein Gott, ey. Nee, geht nicht. Zack. 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 Schön umwursten die Nummer. So. Hier jetzt mal ein schönes rotes Kaufhaus. So, Kran, du packst das jetzt. Danke, Jade Fuchs. Danke dir. Ich hoffe auch. Kapa hier nochmal die Verbindung. Vielleicht brauchen wir es nicht. Einfahrt nicht vergessen. Stimmt. Hier oben machen wir einen sehr gut zu. Machen wir ein Dings drauf. Eine Umwurstung. Einfahrt umwursten. Ja, das ist doch hier umwurstet. Findet ihr nicht? So. Direkt hier Umwurstung. Zack. Und hier. Ne. Aber sollte man dann auch so machen? Ja, vielleicht. So, zack. Ja, Terence Spencer schreibt, Rekord ist 1800, nee, nicht ganz, 1900 noch irgendwas war. Fabian Kran. Alle Florentin! Das ist doch ein. Was sagst du denn zum Spawn? Wie spawnt sich's denn heute? Es spawnt sich ganz okay. Und ich habe jetzt hier mal versucht, auch die Einfahrten direkt zu umwursten, wie du siehst. Ja. Ah, keine Straße mehr. Na gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Raum zwischen den zwei roten Kaufhäusern frei bleibt. Aber da hast du auch schon für gesorgt. Ja, zumindest, dass man da durchfahren kann. Ja. Hör auf, Florentin! Zack. Oh, es ist eine herrlich runde Kurve da. Ja, ne? Das sieht ja wunderschön aus da links. Diese beiden runden Kurven übereinander, grandios. Das könnte so ein Firmenlogo sein. Das könnte Beltracchi nicht schöner malen. Nee. Ist das dein Lieblingsmaler, Beltracchi? Ja. Das ist übrigens immer ein guter Drop auf so Kunst, auf so Partys, so wenn dann so Kunsthistorikerinnen Studenten dabei sind. Dann ist aber Rambazamba angesagt, wenn du da den Namen droppst. Ist das bei dir oft so, dass du auf Partys mit Kunststudentinnen und Studenten bist? Kunstgeschichte. Ja, ja, durchaus, ja. Ist das ein beliebter Studiengang in deiner Gegend? Ja, ist mein Sinusmilieu, würde ich mal sagen, ja. Okay. Ich rieche rechts oben eine Häuserreihe. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen eingreifen? Ja. Danke. Einfach nur für mich, einfach nur für die Nerven. Ja. Fürs Zittern.
So. Ja, braucht Gelb Hilfe links oder nicht? Ich glaube nicht. Es ist tatsächlich sehr ungünstig, aber naja. Das spawnt noch was links. Das spawnt noch was links. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Zack. Die Frage ist eher, wenn das jetzt hier zum Kreis wird, was mache ich dann? Naja, gut. Ja, das ist halt der Soonsche Moment, wo sich halt entscheidet, ob noch ein zweites Kaufhaus spawnt oder ob das eine die ganze Last tragen muss. Ja. Nee, sieht gut aus. Hier will ich auch eine Verbindung mal machen. Und die Frage ist, was eigentlich es heißt, wenn es gut aussieht. Wie sieht denn ein guter Anfang aus? Jetzt weiß man auch nicht genau. Weiß man auch nicht, nee. Aber so meinst du so generell? Also was ist ästhetisch in dem... Oh, shit. Ja, ich glaube, die Kaufhäuser dürfen nicht zu nah aneinander sein. Gute Wege zwischen den Kaufhäusern. Also dass in der Mitte das Gelbe direkt über dem Roten ist, glaube ich, ist ein Problem. Ausfahrten in eine gute Richtung. Klumpenbildung. Mhm. Schönes Siedlungssystem da, ganz, ganz toll. Mhm. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Jetzt müssen wir hier... Ich war natürlich auch sehr, sehr angetan von deinem Wandertag. Bitte? Ich war sehr angetan von deinem Wandertag, wo du aus deiner Herkunftsstätten erzählst und dem Kino, das du, zu dem du Zutritt hattest. Ja, oder? Das war toll. Ja, schaut jetzt auf jeden Fall an. Wandertag Teil 2. Ja. Mit Krane und Mara. Da könnte ich auch nochmal, das habe ich noch nie gemacht, mal so also ein Kino Moin Moin. Also ich habe ja tatsächlich, das war immer mein einziger Nebenjob, den ich je hatte, war Filmvorführer. Das habe ich auch während meines Studiums gemacht. Und, ach, cool. Genau, und ich habe, das erzähle ich aber auch alles in diesem Wandertag, das ist schon alles sehr ernst gemeint. Habe ich halt gelernt, wie man analog noch vorführt, also Filme zusammenkleben und so einen Scheiß. Und als Vorführer erlebt man ja schon die wildesten Dinge. Also ja. So, naja, du arbeitest halt in einem, jetzt verquassel ich mich auch natürlich, du arbeitest natürlich in einer Umgebung, wo es dunkel ist und ja, und wo die Leute Zeit haben, Dinge zu tun, ne? Achso. Aber sieht man den Film denn dann auch selber als Vorführer oder nicht? Ja, kommt drauf an. Manchmal schon, ja. Manchmal setzt du dich dann halt einfach mit rein hinten, wenn nicht so viel los ist. Okay. Also ich hab's schon, also sag zu meinem Chef nicht, ne, aber dann hat man halt einfach das Kino abgeschlossen und hat sich halt hinten reingesetzt. Ja. Und Petrol lässt du komplett verhungern einfach, oder ja, was ist da das die ist Idee? Jetzt tatsächlich hier... Aber warum sollten die sich eigentlich nicht mal auch eine Straße teilen, ganz ehrlich? Guck mal. Aber können nicht die beiden gelben Häuser links beide Kaufhäuser beliefern? Bitte was? Können nicht beide linken gelben Kaufhäuser von den beiden linken Häusern beliefert werden? Ein Haus ans linke, ein Haus ans rechte? Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Zack, das muss reichen. Wow. Ach du Scheiße. Ja, aber Grün hat aber echt Bedarf heute, oder? Ja. Zack. Grün ist heute gut drauf, du. Grün ist richtig gut drauf. Ah, ja, Petrol ist ein Problem. Ja, aber Gelb und Petrol, finde ich, passen farblich sehr schön zusammen. Da kann ich mir richtig schön so einen Kissenbezug vorstellen. So, jetzt haben wir hier unten die nächste Problematik. Ja, da werden wir gleich eine Autobahn für einsetzen. Zack. Da greifst du schon zur Autobahn. Ja. So. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Guck hier. Vor allem, wie unhungrig dieser grüne Kreis ist, ne? Zack. Obwohl die Nähe ist halt auch, die Nähe ist halt krass. Die Nähe ist ein viel größerer Faktor als die Anzahl. Das sage ich jedes Mal und jedes Mal meine ich es ein bisschen ernster. Die Distanz ist alles. So. Grün brauchen wir da nicht.
Zack. Haben wir gerade irgendwelche, wir haben ja gerade noch Zeit, können wir noch irgendwelche Einfahrten schützen? Hier vor haben wir gebaut. Das geht nicht. Naja. Ich glaube, grün ist ein Jackpot. Ja, ich glaube, die geil, drei ja, Grünen da sind echt geil. Ich glaube, du kannst auch auf das vierte verzichten, weil ich glaube, die drei, die regeln das einfach. Ja. Du meinst den hier, ne? Kannst mal. Ich glaube, ich sehe deinen Cursor nicht, aber ja, ich glaube schon, ja. Aber kannst du ja mal gucken. Kannst du ja mal, ja, so lassen. Falls du es brauchst. So, das ist auf jeden Fall gut hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, Petrol, das gefällt mir natürlich nicht, dass sie hier sich die Straße teilen, aber vielleicht ist es okay. Vielleicht ist das alles noch im Rahmen. Ey, du hast den grünen Kreis super, du hast den roten Kreis super, der gelbe Kreis, glaube ich, könnte noch Probleme geben. Mhm. Weil der momentan nur zwei Häuser hat. Und die sind auch relativ weit weg. Das und stimmt. Teilen sich mit einer anderen Farbe die Straße. Hier sieht man es, dass zwischen links, zwischen Rot und Gelb, dass die direkt nebeneinander gespawnt sind, übereinander, das ist ein Problem. Rot und Gelb? Ja. Ja. Weil du Gelb immer oben rumführen musst. Ja, ja, ja. Ich verstehe auch nicht, warum ich das nicht verhindert habe, aber ja. Da wurde nicht gewurstet, Herr Krane. Ja, offensichtlich nicht, ja. Nicht gewissenhaft gewurstet. Zack. Die Frage ist auch, was mache ich hier mit dem? Fuck. Oh, gelb ist schlecht. Gelb, glaube ich, wird ein Misero. Was mache ich mit Petrol? Petrol habe ich da angebunden. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als die Autobahn zu verlegen. Das ist ein Schrei nach Hilfe. Gelb ist. Das ist ein Hilfeschrei. Auch am Struggeln. Warte mal. Eieiei, das ist alles sehr weit weg. Ich habe keine Straßen mehr. Wie geht das eigentlich? Ja, weil vielleicht hattest du schon recht früh eine Autobahn. Ja, das kann sein. Oh, gelb ist unangenehm. Ja, und vor allen Dingen das hier. Hellblau im Osten. Ich kann das nicht stemmen gerade. Oh ja, das ist echt, das ist ganz bitter. Und ich habe keine Straßen mehr. Ist das bitter. Der hellblaue Kreis im Osten. Ah, jetzt eine AB. Kurz nochmal mit der Autobahn geflirtet. Mit der Ampel. Aber ich kann sie nicht einsetzen, das ist das Problem gerade. Ich kann hellblau nicht versorgen. Ich kann beide hellblaus nicht versorgen. Da sind auch überhaupt nicht genügend Häuser. Florentin. Boah, ey, du kannst hellblau ja wirklich gar nicht versorgen. Also du musst halt Straßen teilen. Ja. Hey, es ist Montag. Ich habe keine Straßen mehr. Kennt ihr das auch? Montag ist aufgestanden. Hab keine Straßen mehr. Sehr spezieller Stand-up einfach. Für Mini-Motorways-Spieler. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du kannst ihn so viel Moment auch vorziehen, wenn du möchtest, ne? Ich kann hier noch löschen. Und die spawnen ja wirklich an unterirdischsten Dingern hier. Ja, grün lief gut, aber dafür war hellblau dein Sargnagel. Ja, warte mal, zack. Ich kann nichts anderes machen, außer hier mal. Fick. Oh wow. Gott. Oh nein. Okay, hellblau. Ah, und auch dieses Spawnen an Straßen. Wie verhindere ich denn die Scheiße eigentlich? Ja, zur Not halt Doppelwurst. Doppelstraß. Ja.
Wie kriege ich den hier? Hier ist ja auch nichts. Hier ist nichts. Den Hotdog machen, schreibt Soon. Aber bei welchen Straßen muss man Hotdog machen? Dann kannst du nicht bei jeder Straße einen Hotdog machen. Nee. Aber es stimmt schon, dein Zentrum ist super verstopft. Aber was meint er genau mit Hotdog? Naja, dass halt essentielle Straßen nochmal oben und unten auch nochmal eine Straße gebaut wird, damit er nicht direkt verspawnt. Ja, okay. So Leute, macht euch bereit für den Sophie-Moment. Wir sind gleich da bei 500. Da bin ich mal gespannt, was das die Volksstimme so sagt. Ja. Ausrufezeichen MM. Und dann Leerzeichen Ja. Ich habe keine Autobahn mehr. Nein. Jetzt ist der Moment gekommen. Bitteschön. Was soll ich da sagen? Die Abstimmung beginnt jetzt. Ja. Oh, bitter. Aber das hat nichts mit dir zu tun, Fabian. Das ist allein dem Spawn geschuldet. Ich nehme es nicht persönlich, nee. Was sind die Lektionen? Was möchtest du jetzt beim nächsten Mal besser machen? Also, ich möchte... Wenn du dich immer verstecken musst zwischen den Einblendungen und immer ganz noch dein Loch finden musst. Nächstes Mal, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, wird Folgendes anders gemacht. Doppelwurstung, den Hotdog. Wichtige Straßen werden ummantelt. Schön mit einem schönen Blätterteig ummantelt, ja? Ja. Dann genauer Wursten. Kaufhäuser werden besser gewurstet, stärker gewurstet, dass sowas wie diese zwei Doppel-Kaufhäuser da, Rot und Orange, Orange. Und Grün, ja. Dass das überhaupt nicht zustande kommt. Dann offensichtlich ist dieses Hellblau, it's a thing in dieser Map. Früher schon planen, hellblaue bündeln, in den Süden verfrachten oder da, wo wahrscheinlich blaue Kaufhäuser und dann wird das eine runde Sache gleich, würde ich sagen. Finde ich gut. Mama. Ja, wir gehen aber davor. Einmal ganz kurz in die Werbung. Doch. Alter. Und danach schön wieder einparken die Nummer. Geht nicht. Egal. Hallo und herzlich willkommen zurück. Steigt ein, schneidet euch an. Wir sind bereit, auf Hochgeschwindigkeit zu beschleunigen. Denn Fabian Krane sitzt am Steuer und wird aus diesem Dar es Salaam das Beste rausholen. Naja, das Beste, was irgendwie geht, ne? Also, Neustart, würde ich sagen. Ich bin bereit für alles, was da kommt. Ah, herrlich. So ich muss sag, es doch losgehen. Abholzen, umwursten, Einfahrten, doppeln. Chill. Zurücklehnen. So, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich habe mich übrigens einen kleinen Ticken nach vorne gesetzt, Florentin. Ich bin mit dem Stuhl ein bisschen nach vorne gerückt. Aber nur ein bisschen. Aber im Herzen immer noch letzte Reihe. Das ist ja klar. Ja, im Herzen letzte Reihe, klar. Aha, jetzt wird umgeschichtet. Oho. Die ersten Anpassungen werden schon angebracht. Das finde ich hier Quatsch. Ich will ja eigentlich hier die Nord-Süd-Achse haben. Diese hier. Ja. Da dürfen keine Kaufhäuser spawnen. Aber ich glaube, jetzt kann gar kein Kaufhaus spawnen, oder? Doch, hier. Nirgendwo. Hier. Hier und da liegend. Da. Ja. So, du hast die Ecken nicht umwurstet. Aber geht. Geht. Ich glaube, man muss die Ecken mit Kanten, also mit Winkeln umwursten. Also mit 90 Grad Winkeln. Ich glaube, dann würde sowas nicht passieren. Aber wir haben es doch noch. Ich bin skeptisch. Das nervt mich halt kolossal. Was, dass die direkt hintereinander sind? Ja, nee, dass hier dieses von links alle nach rechts und so. Mann. So, jetzt kannst du das schon mal auflösen.
Ja. Kannst du schon mal abbinden. Braucht kein Mensch. Abbinden. Und diese schöne geschwungene Kurve im Norden ist ja ein Traum. Das muss ein Fahrerlebnis sein. Mhm. Guck dir den an. Toll. Ich will mittelfristig aber auch, ich will das alles abbinden hier. Ich frage mich halt immer, und das ist so eine Grundfrage, die haben wir noch nicht, konnten wir noch nicht beantworten. Sollte man Orte kontrollieren, wo man keinen Spawn haben will, oder sollte man Spawn bewusst forcieren? Also ja. So überall zumachen, außer einen Ort, wo man was haben will. Aber es ist halt auch unklar, wo man was haben will, weil man ja noch nicht weiß, welche Farbe spawnt. Und ja. Unsere ganzen Bemühungen, die Reihenfolge der Farbspawns zu ermitteln, sind alle im Sand verlaufen, weil es kein System gibt. Und es ist kein einfach identifizierbares System. Oh, das ist sehr experimentell, was du da treibst. Mhm. So, ich muss jetzt mal. Hier müsste eigentlich auch noch rot spawnen, meine. Ja, es geht schon nicht mehr. Ach komm, das geht schlimmer. Nein, es geht nicht! Hier zumachen. Hä, hab ich denn da nicht umwurstet? Ich hab doch da umwurstet, ich bin doch nicht dumm. So ist doch in Ordnung. Du hast doch genug Platz. Ja, aber wo soll der denn hin? Ja, klasse. Ja, brückig? Brückenbahn? Ist doch herrlich. Schön über Masani Bay. Ach Mann, Chat schreibt auch schon wieder. Reset, Neustart. Ach, bitte. Ja, jetzt hör nicht auf den zynischen Chat, der sagt bei jedem kleinen Problem schon sofort GG. Das ist nicht neu. Ich glaube, der Anfang ist gar nicht so wichtig, so wie die Petrol spawnen, wie die Hellblau spawnen, wie die Grünen spawnen, das ist wichtig. Dieses ganze Gelb-Rot-Zeug. Klar gibt's schöne und schlechte Starts, aber im Endeffekt, meine Herren. Guck mal, die Roten bei dem Kreis zum Traum. Die sind toll. Die sind klasse. Schon wieder so wenig Straßen, ey. So. Hier möchte ich nichts dran, deswegen mache ich hier eine Umwurstung dran. Verstehst du, was ich meine? Da möchte ich nichts, dass da was dran spawnt. Und sonst... Na gut. Gucken wir mal weiter. Ja, gut, machen wir es jetzt. Lohnchen, was hast du noch vor dem Wochenende? Och, wird ein richtig entspanntes Wochenende bei mir, sag ich dir. Ja? Richtig entspannt. Ich glaube, ich schaue nochmal Arrested Development. Alles schau durch? Vielleicht. Ja. Nochmal komplett durch. Spiel ein bisschen Warcraft. Ich lass mir richtig gut gehen. Das klingt ganz fantastisch. Auch mit dem kann man leben hier. Ich meine, du könntest natürlich ganz verrückt sein und das nördlichste rote Haus abbinden, um die gelbe Straße zu verkürzen. Weil das nördlichste rote Haus brauchst du nicht unbedingt. Ach so, das meinst du? Und dann diese Nummer hier? Zum Beispiel. Interessant, ja. Ja, mal schauen. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Was machst du am Wochenende? Ich werde mir... ich bin ja umgezogen und ich wollte mich mal ein bisschen darum kümmern, mein Zimmer mal einzurichten, fertig. Ich lebe noch so ein bisschen in den Kisten und ich dachte mal so, ja, das eine oder andere Wandgraffiti muss ja wohl drin sein, ne? Ja, du, ich habe bis heute noch volle Umzugskisten bei mir in den Regalen stehen, ja. Die ich bis heute nicht ausgeräumt habe.
Aber ganz ehrlich, Florentin, ist es dann nicht auch, ist man dann nicht zu der Erkenntnis gekommen eigentlich, ja gut, dann brauche ich es nicht? Ja, aber es gibt auch manche Sachen, die gehören in Kisten. Ja? Manche Erinnerungen, manche alte Sachen, die man nur einmal im Jahr rauskramt und sich wohlfühlt und sich denkt, okay, der Mensch bin ich nicht mehr. Ist ja auch schön. Alte Sachen anzugucken und sagen, nee, das bin ich nicht mehr. Aber es trotzdem aufzuheben. Guck mal, hellblau ist doch gar kein Problem! Ah, ich hätte die Straßen nehmen sollen. Shit. Was? Und jetzt will ich doch eigentlich, hier will ich auf gar keinen Fall ein Kaufhaus verhindern. Verhindert. So. Jetzt will ich hier an der Straße, glaube ich, auch kein Kaufhaus. Weil das ist ja meine hellblaue Straße hier. Ja. Oder findest du nicht auch? Ich finde das gut. Jetzt könnte hier nochmal ein Roder spawnen, wenn der hier kreis wird oder so. Komm, Leute. Ich find's grad nicht so scheiße. Das haben wir jetzt hier verhindert, so. Und eigentlich wollen wir das hier unten auch verhindern. Zack, zack, so. Jetzt hast du schöne Hotdogs. Ja. Mit Gelb kann ich nichts anfangen, vernachlässigen. Brauchen wir hier für den Kreis auch nicht. Und jetzt schauen wir mal. Und jetzt soll er kommen. Der Petrol. Jetzt soll er kommen, der Petrol und Grün. Auch den Gelben hier vernachlässigen. Was halt mega cool wäre, wenn man Brücken auch einsetzen könnte, um Brücken über Straßen zu bauen. Das wäre cool. Definitiv. Ich meine, das ist ja das Brot und Butter für jeden Straßenplaner, sind Brücken. Ja, die AB, schmeiß die AB rein. Ja. Frage ist noch... Brauchst du alle drei, ist die Frage. Brauche ich alle drei? Versuch's mal erst mit zwei. Hä? Erstmal mit zwei versuchen, oder? Erstmal zwei grün, ja. Weil die gelbe, das ist unsere Golden Line. Die muss echt geschützt werden. Es ist immerhin ein Kreis bei Gelb. So, Petrol, komm. Dann komm auch. Provozier es jetzt nicht. Vielleicht kannst du sogar langfristig noch hellblaue an die Autobahn anbinden, ne? Ist halt die Frage, wie viel Bedarf da jetzt ist. Beziehungsweise sowas hier. Weil kannst du nicht die goldene Linie unter den Grünen durchführen und dann Grün und Hellblau verbinden zur AB? Warte mal. Was meinst du? Ich muss mal kurz stoppen. Hör auf, mal in mein Spiel einzugreifen. Naja, dass du jetzt bei der gelben Straße nach der Brücke sofort links abbiegst. Ja. Und dann unter den Grünen rum wieder zur alten Straße findest. Und dafür dann die Grünen und die Hellblauen oben verbindest und mit der AB runterlegst. Ja, das ist Hammer. Warte mal. Zack. Dann Gelb hier dran. Zack, zack. Warte. Und dann Grün hier nach oben, ne? Genau, zu den Hellblauen. Hallo. Zack, zack. Da war mal einer mal sehr energisch im Chat, der immer gesagt hat, Autobahnen müssen mehrere Farben bedienen. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Und dem zu brauchen wir jetzt diese Autobahn. So, und die jetzt hier anbinden, ne? Ja, ich glaube, du kannst sogar das andere Hellblaue auch noch anbinden, oder? Dann sparst du dir Straße und die fahren ja schneller auf Autobahnen. Du meinst das hier? Das ganz so. Links oben. Ja. Nee, oben rum. Okay. Aber das Petrol so auf sich warten lässt, macht mir ein bisschen Angst. Ja. Also ich habe da Respekt davor. Können Ihnchen hier noch
Nee. Aber bind's nur links an. Ja. Ja. Okay. Ja, alles gut, alles gut. Jetzt hat sich der Hotdog gelohnt. Ja. Wenn der jetzt direkt an der hellblauen Straße wäre, wäre es ärgerlich. Jetzt hat halt nur die Umbaupause bei der Autobahn ein bisschen gebraucht, aber jetzt kommen die Grünen alle angerauscht hier. So. Obwohl man sagen muss, vielleicht nerven jetzt die hellblauen auf der Autobahn, weil unten genug drei sind eigentlich. Naja. Ja. Die Erfahrung zeigt ja vielleicht zu dem Kreis. Die Erfahrung zeigt ja, dass das zum Kreis wird und dass wir hier noch mehr hellblaue brauchen. Wieder keine Straßen mehr, geil. So. Aber Gelbkreis läuft stabil, Rotkreis läuft stabil, Grün erholt sich, Hellblau läuft. Viel besser als letzte Runde. Jetzt, du darfst es noch nicht die Aufmerksamkeit verdienen. Jetzt nicht vergessen, gewissenhaft zu wursten. Ja. Rot direkt zu einem Kreis. Gewissenhaft wursten, was heißt das gerade? Muss ich irgendeine Straße abschirmen? Die Frage ist, ob du die zwei Grünen links oben nicht auch noch an die Autobahn anbinden sollst, oder? Ich weiß es nicht. Weil Grün wächst momentan, glaube ich. Mhm. Es gibt halt kein zweites grünes Haus, ne? Ja, ja, ja. Also kein zweites grünes Einkaufshaus. Die Sunsche Dynamik, dass solange das einzige Grüne ist, sollten wir vielleicht so viele anbinden, wie es geht. Okay, ja gut, dann machen wir das doch mal. Oh, 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 ja. Ah, die kommen noch rechtzeitig an, oder? Das wird schon. Kommen da. Ich glaube, du kannst das Rote links unten auch anbinden. Welches? Ja, ein zweiter zumindest. Rot links unten? Ja, genau. Das Hallo? Ist mein Kreis. Grün, komm mal unten jetzt! Warum kommt denn da die ganze Zeit nichts? Jetzt fahrt. Hallo? Hallo? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Scheiß-Ernst. Das geht! Das geht! Zieh. Da sind so viele auf dem Parkplatz! Hallo! Die mit ihrem Scheiß-Grillhähnchenwagen stehen im Weg. Hau ab da! Hier ist ein Einkaufswagen. Was? Das ist ja peinlich. 444. Oh, wir haben alles gemacht. Wir haben konsequent. Oh Gott, Krane. Da holt er sich eine Woche nicht von. Oh Gott. Eieieiei. Das war bitter, Krane. Das verdient niemand. Selbst der Nightbot schreibt richtig peinlich, Krane. Ich meine, wie schlimm soll es halt noch werden, ne? Ich meine, es ist ein Bot. Ja. Ja, ist bitter. Nicht mal zum Sophie-Moment zu kommen, das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Ja. Heieieiei. Darauf erstmal eine Erdbeere. Möchtest du auch noch eine? Nee, danke du. Okay. Ich brauch da schon ein bisschen Sahne dabei. Oh, okay. Erdbeermilch. Schön ein bisschen Milch, Sahne und Erdbeeren in Mixer. Ja, ist schon geil, aber ich sag mal so, hat das eine oder andere Kalorienchen, ne? Ach, Fabian, ja. Bitte dich. Wir sind diesen Sommer drin. Es gibt keine Badesaison, es gibt keine Bikini-Figuren. Wir können einfach fett werden in diesem Sommer. Wir können den Winterspeck schon im Sommer ansetzen.
Aber ich persönlich finde ja geiler ist ja die Bananenmilch, weil Bananen sind zäher und dadurch wird es so ein bisschen dickflüssiger. Ja, Bananen machen auch wirklich dick, muss man wirklich fairerweise sagen. Was ist denn heute los mit dir? Wo ist denn dein Spaß geblieben? Bitte dich. Es wird keine Badeseesaison geben, Fabian Krane. Dein ganzer Königskörper ist umsonst dieses ja? Jahr. Ja. Ganzes Jahr Kalorien sparen für nichts. Alter, dieser fucking Delay ist echt der Wahnsinn. Aber gut. Wir kriegen das schon hin. Keine Straßen mehr. Apropos Königskörper, Florentin. Ja. Ich habe jetzt so eine Doku gesehen und zwar über Ischgl, weil da ja so, da ist ja so viel von ausgegangen, sagt man so. Mhm. Viel gespreadet, weil da alle so Après-Ski gemacht haben. Und da wurde unter anderem so ein sehr, sehr weirder, also da könnte man auch gut so eine Netflix-Doku drüber machen wahrscheinlich, so ein unternehmenslustiger Hotelier wird interviewt. Und sein großer Plan war es eigentlich, Pinguine anzusiedeln da im Skigebiet. Und das also Königspinguine. Aber das ganze Ding ist dann daran gescheitert, dass sie hätten extra noch eine Person einstellen müssen, die Königspinguine wieder aufrichtet, weil da fliegen so viele Flugzeuge und die gucken halt alle in den Himmel und fallen dann um. Und dann müsstest halt noch extra eine Person einstellen, die alle wieder aufrichtet und das wollten sie dann auch nicht machen. Das ist ja großartig. Ja. Vor allem, das ist auch so ein Problem, damit rechnet man nicht, wenn man sich Pinguine kauft. Ja, ich glaube auch nicht. Das ist natürlich jetzt scheiße, Nord-Süd, ne? Ja, das ist richtig scheiße. Hast du gesagt, du findest sie nicht scheiße? Doch, doch. Ich überleg nur gerade. Man hier nicht mal was Verrücktes wagt. Scheiße, da kommt man ja gar nicht unten durch. Fuck! Fuck! Ach, come on! Wie kann man sowas verhindern, Mann? Ja. Muss ich jetzt jede Straße hier umwursten? Genau, das ist halt, das ist wirklich ärgerlich. Beziehungsweise, dann fuck, musst... Fuck you, ey. Ich dann musst du... Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Ja, fliege ich halt aus dem Automobilclub, ist mir egal. Florentin verliert heute noch seine Mitgliedschaft im Automobilclub. So, ich mache jetzt mal nämlich diese neue Umwurstungstechnik, weil ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Export hier auch frei ist, damit nicht da direkt dran was spawnen kann. Ich glaube, das ist essentiell. Was machst du mit dem Haus jetzt, ja? Wir wittern schon eine Häuserreihe. Mhm. Und bauen schon mal hier den Korridor. Aber damit doppelt die Mitte zu. Wirklich offen bleibt, ja. Stark. Und auch hier können wir schon einen Korridor anlegen. Einfach schon mal so ein Kreuz anlegen. Sondern Gabel. Und natürlich die Ausfahrten schützen. Ausfahrten schützen ist auch wichtig. Weil du willst nicht, dass du eine Ausfahrt nur in eine Richtung verwenden kannst. Das ist ganz schlecht. Dann hast du quasi schon verloren. Ja. Buddy Juju ist ein bisschen Salz im Chat am Start. Schreibt Ed Zun, die zwei verfolgen so religiös Exklusivität immer. Kommt das eigentlich von dir? Fragezeichen. Oh, jetzt geht die Hexenjagd los.
Ein neues Schwein wird durchs Dorf getrieben. Aber das ist doch geil hier. Mit dem Kaufhaus. Das ist geil, ja. Und da kannst du immer noch Nord-Süd machen. Guck mal. Direkt, hier, genau da. Nord-Süd. Da kannst du noch freihalten für Nord-Süd. Man kann auch die Häuser richtig ausrichten, ne? Weil wenn die so ausgerichtet sind, spawnt hier auch nichts. Also man kann immer schon allein durch die Häuser selber, ohne dass man Straßen investieren muss, ja, Häusereien ja vermeiden, wenn man die Ausfahrt in die Richtung legt, wo man keinen weiteren Spawn haben will. Ja. Ja, Sun schreibt auch nochmal, man sollte, wenn Kauf... Oh, ja. Ich will hier auf keinen Fall irgendwie was geklumpt haben. Wirklich, ich will hier nichts geklumpt haben. Wenn man Kaufhäuser bekommt, direkt Pause und direkt ordentlich umwursten. Ja, ja, komm, aber da läuft der Chat amok, wenn wir nach jedem Kaufhaus das pausieren. Das stimmt auch wieder. Das können wir echt nicht machen. Der Chat ist wie Pinguine und wenn der einmal pausiert ist, dann fallen die alle um. Und wir haben kaum noch Praktikanten im Haus, die alle wieder aufrichten können. Ja. Ah, oh, perfekt, anbinden. Wir sind Delay, ne? Ja, ich weiß nicht genau, wie das bei dir ankommt, aber ja, das ist ja eigentlich dumm, weil das Geile ist ja, du kannst ja zwei Felder Straße mit nur einer Straße machen. Das heißt, drei Felder kosten zwei Straßen, aber zwei mal zwei kosten nur zwei. Ja, und du könntest doch jetzt theoretisch auch da mehr Abstand lassen, weil die sind ja direkt aneinander, die zwei Straßen. Ja, aber wenn ich jetzt so mache, ja, kann ja hier noch ein Haus spawnen. Genau, aber du hättest ja die Einfahrt. Das kann ja nicht daran spawnen, sondern nur in die Lücke. Die Einfahrt kann ja nur in die Locke rein und das wäre ja okay. Oder nicht? Das weiß ich nicht. Kann ich hier ein Haus spawnen, das direkt mit dem, mit der Straße verbunden ist? Ich glaube schon. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ist natürlich spannend. So, keine Klumpung hier, bitte. Ich meine es ernst, Leute. Ich will hier wirklich keine Klumperei haben. Als könnte man so machen, dann spart man auch wieder ein Feld. Hast du irgendeinen Plan, wie du rechts-rot noch unterstützen kannst? Nee. Ich brauch keine Unterstützung. Soforthilfe, einen Check, irgendwie, wo direkt Florentin Will draufsteht, irgendwie sowas. Du hast meine Handynummer, ruf mich an und dann können wir mal gucken. Wie kann denn Rot eigentlich Stress haben hier? Weil so verbinden wir eigentlich ein bisschen Wurstung. Oh, Petrol, gleich am Anfang. Ja, wir skippen Orange. Was ist denn... Oh, nee! Geht aber. Ja, da, durch, genau. Und jetzt direkt umwursten, Florentin. Ja. Was ist denn das für ein komischer Spawn? Warum jetzt schon? Und warum so viel Rot? Naja, das ist vielleicht das Ding, weil wir Spawn wirklich verhindert haben. Oben Petrol. Norden. No. Jetzt sieht es natürlich nicht mehr so schön aus, ne? Naja, ist eine andere Optik. Es
kriegt man ja hier fast umsonst. Oi! Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Aber ey, scheiß auf Orange. Haben wir Orange echt komplett ausgestochen oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du kannst den oberen Roten da im Norden noch an den Viereck, oder? Ah ja, es geht. Es geht. Krieg da hin. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, jetzt packen wir die 2000. So, die Frage ist, ob der eine reicht, aber ich glaube schon. Der sollte auch genug haben. Können wir hier unten schon umwursten? Ja. So, ich will hier keine Klumpung, Freunde. Keine Klumpung, wirklich, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ganz im Westen, ne? Im Osten, an der Küste, da will man doch nicht, dass da jetzt ein Kaufhaus spawnt. Es sei denn, es ist Petrol. Wo hier? Nee, auf dieser Ecke, ganz im Osten. Wo es nicht, wo quasi schon Meer ist. Hier oben? Nee, da unten, weiter unten. Da. Die Nase hier, oder was? Ja. Da kann doch nichts spawnen. Doch, klar. Da will ein Kaufhaus spawnen? Nein, nee. Ein Haus. Ach so. Und jetzt nicht wieder den Fehler machen, mehrere hellblaue mit mehreren hellblauen Kaufhäusern verbinden, bitte. Weil das ist astrein Zunsche Gesetz. Ich glaube, es geht obenrum schneller, oder? Kurze Wege-Exklusivität. Ja. Aber Viererkreuzung? Naja, aber krass, dass wir gelb komplett skippen. Kommt gelb gar nicht mehr oder ist es dann wirklich so Hagel, alles auf einmal mäßig? Ja, wahrscheinlich mit grün dann gleich im Exklusivpaket. So, haben wir rot noch hier an? Ich glaube, es passt, oder? So, wo könnten hier noch Häuser rein? Klumpungen entstehen. So, hier will ich auch nichts. Echt hier schon mal so ein bisschen bewahren, dass da nicht irgendwie dann hier wieder Sperren entstehen. Hier passt eigentlich. Hat Rot hier genug oder braucht Rot hier vielleicht noch einen? Mhm. Okay, Petrol ist ein Kreis. Petrol ist ein Kreis, ist angebunden an alle Petrolhäuser, die wir haben. Also eigentlich. Ja, das heißt in dem Spiel ja eigentlich nichts, ne? Aber ja. Ich frage mich, ob das hier schneller wäre, wenn wir eins dieser roten abbinden würden. Ich meine, klar, die Nähe ist verlockend. So, aber es kommt. Ich habe echt Angst vor Orange. Ja, oder grün das gleich. Ist die Frage, ob wir hier direkt mit einer Autobahn arbeiten sollen. Nee, da unten. Shit. Naja, komm gleich. Nee, du kommst noch da durch, ja. Warum nicht? Sehr gut. Ja, aber da was soll ich machen, wenn Petrol nicht reicht? Dann setzen wir uns nochmal an einen runden Tisch. Aber Petrol muss reichen.
So, ich will hier keine Häuser. Den kannst du schneller verbinden, Petrol, indem du da direkt runter gehst. Ja, toll. So, jetzt ist das ein Kreis geworden. Ja. Fuck. Aber guck mal hier, den kannst du lotrecht fällen, Florentin. Den, genau. Zack, zack. Lotrecht? Und dann zur Seite. Ist doch viel schneller. Aber brauchen wir, müssen wir hier eine Autobahn bauen? Ich würde noch mal kurz auf die nächsten Spawns warten von Petrol. Aber theoretisch denkbar, dass man die zwei Häuser nimmt und darüber legt, ja. Die genau hier. Die, ja. So, Einfahrt absichern. Yes. So. Hellblau läuft gut, aber hier, wir können hier fast nichts abziehen bei Petrol. Hellblau. Hellblau haben wir genug, aber da kommt bestimmt noch irgendwo ein Kreis. Einer von den beiden wird bestimmt noch zum Kreis. Dann müssen wir blitzschnell handeln. Also da gibt es dann keine Debatten und irgendwie Gremien mehr, sondern da muss halt sofort gehandelt werden, reflexartig, katzensprungartig. Nee, da müssen wir dann auch eine Linie fahren. Auf jeden Fall, egal welche. Ich folge dir, egal wohin. Da ist wirklich richtig Stress gerade im Chat. Wieso? Naja, da werden sich Sachen vorgeworfen. Keine Ahnung, wo du das jetzt aufgeschnappt hast, schreibt Zun. Und in den letzten Runden hat man noch gesehen, dass immer mehrere Farben genutzt werden. Da wird es dann auch schnell persönlich. Ja. Ne? Aber ich glaube, die Mini-Motorways-Chat-Community ist auch eine, die danach auch sagt, okay, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, das möchte ich mich zurücknehmen. Ja. Da möchte ich mich entschuldigen. Da war ich in dem Moment auch ein bisschen emotional zu involviert. Ja, da war ich nicht ich selbst. Ja. Nee, ist okay, ich weiß ja, wie es ist. Entschuldigung angenommen. Das liest man nur im Mini-Motorways-Chat. Entschuldigung angenommen. Aber rot passt doch. Aber was ist denn? Oh, 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 hellblau, hellblau. Jetzt handeln, handeln, handeln. Autobahn. Hast du noch zwei? Ja. Zack. Geil. Und macht euch schon mal da draußen bereit. Wir sind gleich soweit. Ausrufezeichen MM mit Ja, wenn es weitergehen soll. Oder Ausrufezeichen Nein, wenn es nicht weitergehen soll. Aber was ist mit Petrol, ist meine Frage hier unten. Ja, was ist denn damit, bevor ihr das macht, guckt Florentin noch ganz kurz. Ich glaube, wir müssen handeln. Er handelt jetzt noch. Das kann natürlich noch gerne in eure Entscheidungsfindung einfließen. Da musst du aber auch abbinden da, ne? Ja. So. Okay, stopp. Okay, stopp. Und es soll mit 95% 92. Okay, krass. Danke für euer Vertrauen, Leute. Danke für euer Vertrauen. Los geht's. Jetzt keine Fehler machen. Wir haben schon beide Autobahnen platziert. Aber krass, wie es ohne komplett ohne Gelb auch gehen kann, ne? Ja. Das ist schon verrückt. Die Leute, wenn sie wollen, ne, das lernen die jetzt gerade auch. Wenn sie wollen, können sie verzichten. Wenn sie, sie müssen da nicht immer hinfahren. Es geht auch ohne. Komm, fuck it. Wir haben genug Straßen. Petrol braucht gerade alles. Oh, komm, go, go, Petrol, jetzt bitte versau's mir nicht. Jetzt kommt Gelb. Oh, shit. What the fuck? Mit der schlechtmöglichsten Ausrichtung einfach. Ach komm, Mann, ich hab hier doch. Das ist wirklich genau der Tetris-Strein direkt in die Ecke, Alter. Ich hab hier umwurstet. Ja, muss gelb leider sein.
Wow. Ja gut, aber die, das kriegen wir, das ist okay. Dass sie sich die Straßen teilen. Guck. Ach nee, das geht nicht. Ach scheiße, ey. Ja, ich weiß, vielleicht reichen die zwei gelben, aber da wird halt noch mehr nachkommen, ne? Da sind wir uns alle einig. Ja, das ist schon ein Kreis jetzt, ne? Okay. Und guck mal. Das Was? Explodiert jetzt. Das ist jetzt innerhalb von einer Sekunde sind da 6 Dinger gespawnt. Ja, okay. Im Chat wird schon nach einer Neuabstimmung gefragt. Das hätten sie vielleicht anders gesehen. Mann, warum dauert das alles immer 2 Sekunden, bis da was passiert? Ja, das reicht hinten und vorne nicht mit fucking Gelb. Oben noch Petrol anbinden an die Autobahn. Genau. Brauchen wir die hellblaue Autobahn für Gelb? Scheiße. Ja, vielleicht. Ist keine so schlechte Idee. Ja, aber erstmal Petrol. Warum ist hier so viel Stress, Alter? Das sind so viele Häuser angebunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser. Naja. Die müssen aber auch über einen halben Kontinent teilweise fahren, ne? Ja, rechts unten kannst du noch Geld dran ballern. Das macht den Kohl aber jetzt auch nicht grad fett. Ja. Nee, wir können uns hellblau nicht leisten. Wir können hellblau nicht auflösen. Die Frage ist, ob wir hellblau, die hellblaue Autobahn und die Gelbautobahn kombinieren können. Ja. Vielleicht für die beiden. Oder dass wir hier noch so eine Verbindung machen. Ja, warum nicht? Es macht jetzt wahrscheinlich für die meisten keinen Unterschied mehr. Na, wir sparen zumindest Straßen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Das ist doch gut. Ah, ich raus aus hier! Bau die Straße! Bau die Straße. Ich bin Straßenbauer ohne Straßen. Was... Das Schlimmste, was man mir nehmen kann. Scheiße. Es ist halt auch debattierbar, ob das schneller ist über die Autobahn, ehrlich gesagt. Ich bezweifle es stark. Weil hier fährt man einfach runter. Ja, ich dachte dann ehrlich gesagt, dass du das Ende der Autobahn noch verlegst, aber ein bisschen weiter in den Süden. Ja, Petrol ist gerade eh das Größte. Nein, Petrol! Nice! Petrol lebt! Petrol lebt! Ja, es snackt das alles weg da. Alter, Petrol lebt, Mann. Und das ist, dem geht's auch ganz okay. Jetzt wächst er wieder. Müssten die hier früher abbiegen, die Gelben? Würde es helfen? Nee, ich glaube, ist egal. Naja. Interessanter Gedanke, ja. Jetzt ist der Petrol da. Ach oh Gott. Puh.
Ja, ich glaube, das war dumm mit den gelben hier. Die blockieren jetzt die hellblauen hier. Ich weiß nicht, ob die dadurch wirklich schneller sind. Nee, ich nehme das zurück. Ich nehme es zurück. Ich habe jetzt auch genug Straßen, um das normal zu bauen. Ich glaube, das war dumm. Ja, dann trennen da unten wieder den Weg, ne? Können wir nicht. Können wir nicht die gelben irgendwie nutzen? Ah, die würden hier so viel blockieren. Du kannst schon mal prophylaktisch da die roten im Norden anbinden, weil das gerade zu einem Kreis geworden ist, das rote Kaufhaus. Genau. Ja, da, pass auf, da, guck, da kommen sie alle rein. Stopp, Leute, ich habe massive Lags leider gerade. Willst du es nicht deswegen versauen? Jetzt haben wir einen grünen. Oh, shit. What the, what? Alter. Okay, warte. Ist das... Naja. Ich glaube, das kommt davon, dass wir alles abblocken. Mann, bitte tu es. Ja, The Real Sabok schreibt, meine Theorie, ihr verhindert keine Spawns, ihr verzögert sie nur. Interessanter Swording. Der Grüne wird doch auch gleich zu einem Kreis, oder? Ja, instant. Gehe ich auch eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was damit was verbunden ist gerade. Was ist der hellblaue hier eigentlich? Wo? Nee. Das ist die hellblaue Straße. Ja. Ist hellblau so wichtig? Boah, ich raff's gerade gar nicht mehr. Aber ja, es kann halt sein, dass hellblau jetzt zusammenbricht, weil die Autobahn umgesetzt wurde. Aber ich dachte, wenn man die hier unterführen könnte, dass die Grünen da durchkommen. Ja, kommen sie auch. Ist es wichtiger. Jetzt zum Kreis. Ja, warte, dann lass uns gleich mehr anbinden. Mhm. Warte. Die kannst machen. Du da. Ja. Ja, den kannst du. Und im Osten kannst du auch noch mal hier da in dieser Häuserreihe. Ja, oder den da oben oder ein bisschen weiter südlich, genau. Oder der, ja. Den kannst du auch mit dazu nehmen. Naja, gut, kommen. Florentin, beim Autofahren muss man auch ein bisschen die Ruhe bewahren. Was ist hier bei Petrol? Warum ist das hier Stress? Ja. Come on, Leute, bitte! Bind doch noch hier einen Petrol oberirdisch. Den im ganz im Osten, den packst du noch mit oben ran. Den? Nee, ganz im Osten, auf der anderen Inselseite. Den kannst du vielleicht noch an den oberen Kreis machen. Tu es bitte, Petrol! Ah, shit, ey. Mann, mir verzieht's immer den ganzen fucking Bildschirm, wenn ich irgendwas anfass. Mann, wie geht das? Wie schaffen es Leute, da 2000 Punkte zu kriegen? Wie ist das möglich? Du hast da richtig viele blau-hellblaue Kaufhäuser auf der Insel. Ich
Ich raff überhaupt gerade das Netz überhaupt nicht. Jetzt ist das auch hellblau geworden. Hey, Petrol! Ach Leute, come on, was soll ich denn da machen, ey? Jeder Petrol ist angebunden. Okay, stopp. Florentin, bind mal unten Petrol ab von dem Kaufhaus. Unten auf der Insel, ist ja. Petrol gleichzeitig noch an das Kaufhaus ganz im Westen angebunden. Da, die Verbindung kapp mal. Genau. Und jetzt kommen die alle nach oben. Zack. Und jetzt musst du es aber hier auch noch anbinden. Ich glaube, wir legen die Autobahn mal um. Nein, warte. Das muss jetzt sein, sonst haben wir gleich verloren. Ja, aber das hier noch. Unten. Ja, das ist noch nicht angebunden. Verfolgt die Straße mal. Ja, genau, jetzt noch da dran. So, jetzt. Und jetzt ab damit. Oh. Ah, ich habe hier dieses hellblaue Zeug komplett aus den Augen verloren. Ich check gar nicht mehr, wo da die Verbindungen sind. Ja, und dieses scheiß Petrol, Mann. Weil da hängen jetzt auch... Warum fahren die Gelben? Jetzt sind die Gelben damit verbunden. Jetzt ist das nicht mehr Petrol-exklusiv. Haut ab, die Gelben. Hau ab. Jetzt warte mal rein. Ich sehe nur noch verzerrte Schemen. Was? Weil das bei dir so leckt, oder was? Was ist da los? Fahr doch, bitte fahr doch. Mann, wie viel Scheißbedarf kann der denn haben, Mann? Was? Alter, leck mich. Was ist das für ein Bullshit? Was für ein Mann, wie lächerlich. Oh Mann, das Warum Spiel... Immer, egal, ob es gut aussieht oder nicht, am Ende ist alles immer schlecht. Und wo war Orange, Mann, die ganze Zeit? Mann, ich habe den Überblick verloren mit den Hellblauen da im Westen, was da genau an wem ist. Ja, warte, wir können... Ja, genau, was da hier genau war. Aber am Ende war es der halt. Der hat uns halt das gekostet, ne? Der hier unten, rechts unten. Und den Obwohl wir gar man nicht einfach auf alle Hellblauen auf der Insel an den hätte anschließen können. Und dann ist der auch ruhig. Der war gar nicht angebunden, Florentin. Was? Der war gar nicht? Nein! Der ist überhaupt nicht angebunden. Ach komm, was für ein Scheiß, hat der Chat das gesagt? Weiß ich nicht. Chat? Nee, hat er nicht. Doch. Ja, so Le Mau hat geschrieben, hellblau auf der Insel ist nicht angebunden, Fragezeichen. Ach, fuck, Mann. Mann, das muss auffallen, da brauche ich einen Beifahrerkrane. Ja. Wenn wirklich ein Kreis überhaupt nicht angebunden ist, dann kannst du dir sicher sein, dass das so nicht gedacht ist. Fuck, Mann. Oder wollen wir doch mal einen Speedrun gucken? Fabian. Ich finde, da waren schöne Momente heute dabei. Ich finde, wir haben heute schön gewurstet. Jeder für sich hat gut gewurstet. Und ich glaube, dass diese Ecken essentiell sind. Diese Ecken hier um Wursten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mit so einem 90-Grad-Winkel macht, dass nicht da direkt der andere dran spawnt. Und ansonsten, wir haben es hingekriegt, Orange zu unterdrücken. Ja. Ich finde, das ist was wert. Das ist schon was wert. Ich finde, ja. Und guck mal, und der Petrol ist sogar so ein bisschen zurückgegangen, wenn du dir das nochmal anguckst hier. Der war ja schon geschlossen, der Kreis. Ja, klar, weil halt die mit Autobahn und so, da war ja, also ich meine, die Konsequenz wäre halt, dass der wahrscheinlich dann später wieder Stress gemacht hätte. Obwohl, hier ist noch ein neuer gespawnt. Vielleicht hätte er auch noch was geholfen. Ach, wäre hier irgendwo eine Ausfahrt auf der anderen Seite gewesen. Aber das war alles okay. Guck mal, die haben alle guten Abstand, die Kaufhäuser. Da gibt's keine, die direkt nebeneinander liegen. Alle haben ein Feld Abstand. Das war alles okay. Das war alles gut. 95% vom Chat. Das war alles gut gespawnt. Und ich weiß gar nicht, ob es so schlecht war, dass Gelb so lange auf sich hat warten lassen. Das war okay.
Das war wirklich okay. Wäre die Ausfahrt hier oben gewesen, so klar, alles viel geiler. Müssen wir nicht drüber reden, aber war okay. Grün lief auch okay. Naja, grün würde ich auch sagen, ist okay, aber bei Gelb ist schon so, dass man sagen kann, hey, wir haben so lange herausgezögert, dass es spawnt, dann ist es gespawnt, aber alles war an einem komplett anderen Ort in der Stadt. Also Gelb hat ja ewig lange Wege. Es stimmt halt schon, wenn du wenige kaufst, also einerseits denkst du dir, wenige Kaufhäuser sind besser, weil dann kannst du einfacher Exklusivität schaffen und die anbinden. Aber dadurch, dass Straßen halt nur eine gewisse Kapazität haben und irgendwann verstopfen, ist es schon gefährlich, wenn du jetzt wie zum Beispiel hier nur ein gelbes Kaufhaus hast, anstatt zwei, die sich halt das aufteilen. Ja. Aber da hier ist genug Platz zum Spawnen, ohne Witz. Also das ist auch nicht meine Schuld, wenn die da keinen Spawnplatz finden. Ein Moment, warte. Hier ist doch gerade, irgendwas ist hier gerade rein. Was kann man hier noch machen? Hier kann man noch schreiben. Hä? Schön noch einen Rahmen drum machen. Das hängen wir uns so auf, oder was? Das hängen wir uns schön in die Redaktion. Einfach eine Erinnerung an unser Scheitern. Naja, okay. Naja, gut, Florentin. Ich finde, da waren gute Sachen dabei, auf jeden Fall. Wir hatten einmal 1300, jetzt 1200. Klar, die 1700 von damals, das wird nicht zu rekonstruieren sein. Aber ich glaube, ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Ich höre bei dir da schon so Kapitulationslust raus, aber ich bin nicht bereit aufzugeben. Wir machen hier weiter. Wir machen weiter, alles klar. Und solange einer weitermacht, machen wir weiter. Ich bin natürlich auch noch am Start. Ich habe mega Bock. Leute, wahrscheinlich sehen wir uns nächste Woche oder an irgendeinem anderen Tag in dieser Woche. Ich würde sagen, darauf, Florentin, auf den Schreck noch, gebe ich dir noch mal ganz kurz. Ja. Ja! Oh, die ist aber gut. Die ist gut, oder? Wer später noch Lust hat, noch mehr Frustration und Verzweiflung zu sehen, 17 Uhr, Baba is you, mit mir, es wird großartig. Ja, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt dran. Jetzt kommt ganz fantastisches Programm auf Rocket Beans TV und zwar, ein Moment, sag ich euch, jetzt. Final Fantasy, what the fuck mit Eddie. Yes. Wie geil ist es, auf einer Skala von 1 bis geil, keine 1, passt auf euch auf, ganz viel Spaß noch auf Rocket Beans TV. Ciao. Tschüss.